Oh, ein Smoothie-Typ. So muss der Laden zubleiben. Das ist traurig. Warum? Was ist los? Pup. Sagt er gerade wirklich Pups? Was für eine Misere. Pups. Ich war gerade am Vorbereiten meiner Smoothies. Da merkte ich, dass meine Zutat ausgegangen ist. Eine Kundin. Tut mir leid, du bist umsonst gekommen. Der Smoothie-Shop muss zeitweise geschlossen bleiben. Der Blasentank, meine Geheimzutat, ist mir nämlich aus einem ganz blöden Grund ausgegangen. Und noch blöder, Blasentank gibt's nur im Meer. Und das Blödeste, bei Kontakt mit Salzwasser verschrumpel ich innerhalb von Sekunden. Falls du zufällig Blasentank dabei hast, würdest du wohl 3 Stück überlassen. Ja, das kann ich machen. Blasentank! Aber... Danke, du hast mir das Leben gerettet. Naja, zumindest meinen Lebensunterhalt. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde in Zukunft der Versuchung widerstehen, beim Zubereiten des Smoothies vom Tank zu naschen. Dann nochmal von vorn. Willkommen am Smoothie-Shop der Sora-Bucht. Das ist euer Eröffnungspräsent und Dank für deine Hilfe zugleich sein. Noch ein bisschen Geld. Ob du es in deine Sparbüchse wirfst oder zum Kauf von Smoothie-Zutaten verwendest, ist natürlich dir überlassen. Als seriöser Geschäftsbesitzer werde ich nun hoffentlich die Kontrolle über mein Leben zurückgewinnen. You and me both. Okay, ich will jetzt aber gerade keine Smoothies machen. Das machen wir irgendwann nochmal in einer eigenen Folge. Nochmal ein paar Smoothies. Vermute ich irgendwann gegen Ende, wenn ich wahrscheinlich genug Zutaten habe von Smoothies. Schätze ich mal. Also nicht jetzt auf jeden Fall. Wie sehen denn meine Zutaten aus? Ich habe zumindest alle Zugriff auf alle möglichen Zutaten jetzt inzwischen. Okay. So mehr oder weniger. Gut zu wissen. Also theoretisch könnte man irgendwann bald. Aber ich werde nicht genug von allem haben. Ja, ich lasse die gerade mal in Ruhe. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ach hier ist Jabu Jabus Tempel dann. Ah, okay. Dann nehmen wir erstmal den mit. Mhm. Das sind schöne Wasserplateaus hier. Ja, da will ich nicht rein. Nee, try. Nee, jetzt gerade nicht. Das ist der Riss, den ich gesehen habe. Wir sollten versuchen, noch näher heranzukommen. Nein, sollten wir nicht, Troy. Wir haben andere Sachen zu tun. Wahrscheinlich lohnt es sich gar nicht, hier oben viel zu erkunden, jetzt weil der Riss überall noch Wege blockieren könnte. Aber ich würde zumindest ganz gerne zum Stempel kommen. Ach, diese Bilder, ey. Unfassbar. So, dann können wir nicht den Marker wieder entfernen. Wunderbar. So, hier ist Octorok-Action. Hier ist eine Höhle. Ja, erkunden ist schwierig, wenn der Riss noch im Weg ist. Und was haben wir hier? Nicht die Bomben. Bombenfische? Habe ich gerade Bombe gelesen? Ja, habe ich. Ich habe Bombe gelesen. Bombenfisch. Volatiler Wasserbewohner, der schon bei leichten Erschütterungen explodiert und so brüchige Wände zerstört. Gefahr, betreten verboten. Das glaube ich nicht. Betreten verboten klingt wirklich nach einer Einladung.
Der Hai ist so stark. Das ist schrecklich. Bombenfisch. Da ist noch ein Bombenfisch. Ah, guck mal. Ich geh mal lieber weg. Okay, und wie zündest du jetzt? Okay, ich konnte Wasser keinen Bogen nutzen. Wie zündest du jetzt? Ah, okay. So geht's. So zündest du, zündest du. So zündet er. Ja, der Hai ist richtig super. Der ist so stark. Der hält sogar eine Bombe aus. Richtig gut. Okay. Ja. So, einmal aktivieren. Oh, Bomben zu haben gefällt mir jetzt richtig gut. Oh, das sind ein paar mehr. Oh, das wird jetzt witzig. Oder? Jawohl. Okay. Und da oben ist noch einer. So. Ich warte mal hier unten gerade auf den Rubin, der fällt. So. Und durch. Kiste. Holz. Wie komme ich an die Kiste jetzt? Kerzi, kannst du so hoch springen? Ich baue einen Holzkistenturm und zünde den an. Vielleicht funktioniert das. Das Feuer? Vielleicht? Nein. Was mache ich? Ich hab doch Bomben bekommen, ja. Okay. Aber irgendwie so vielleicht. Lass mich kurz ein Podest für den Bombenfisch bauen. Und dann... Oh, plopp. Oh. Oh, der ist so teuer. Andere Idee. Sekunde. Okay, Moment. Irgendwie so? Reicht? Ah, wunderbar. Okay, hat funktioniert. Goldene Eier! Oder eins. Reicht auch. Yippie! Okay, hat funktioniert. Nehme ich. So, wo bin ich jetzt hier? Achso, der Eingang. Okay. Oh, ich habe Bombenfische. Ihr wisst, was das heißt. Vielleicht. Alter, wie hoch geht das denn hier? Hier ist noch ein Dorf gleich. Ich sollte hier noch nicht erkunden. Aber. Ah, so viel zu tun. Es ist so viel zu tun. Da treibt eine Kiste. Ah ja, okay. Einfach mal treiben lassen.
ne? So ist das. Einfach mal treiben lassen. Dumm. Jupp. Nochmal? Okay. Was haben wir da oben? Okay, auch kein Problem. Okay. Falsch Taste gedrückt gehabt. Aber ging trotzdem. Ups. Okay. Nee, dich brauche ich nicht. Ich brauche nicht, sorry. Irgendwie so? Gibt das Sinn? Komme ich da ran von hier? Nein. Okay, ich muss es über die Ecken da dann transportieren stattdessen. So nämlich. Okay. Okay. 100. Ja, moin. 100 Rubine, let's go. Das sehe ich doch gerne. So. Next up. Es lohnt sich nichts. Libelle? Das sind Libellen. Ach ja. Braucht den Vogel. Libelle. Nadelfliege, Entschuldigung. Intelligentes Libellenmonster, das sein Ziel hartnäckig verfolgt und im für dich ungünstigsten Moment angreift. Wow. Okay. Was soll das jetzt heißen? Los, Libelle, go! Janma, setz Tagline! Janma? Mein Janma ist besoffen. Naja gut, das war eher kein Tackle. Naja gut. Okay, also hier kann ich jetzt gar, sowieso gar nichts erkunden gerade wirklich, ne? Oh, da oben geht es aber zu einem Dorf hoch. Oh, guck mal. Das ist ein Flusssora. Oh, das sieht ja süß aus. Oh, ich mag beide Soras. Zum Teufel. Der sieht ja noch knuffiger, auch knuffig aus. Vielleicht sogar noch knuffiger. Der sieht ja richtig cool aus. Oh, die Musik. Ah, das ist toll. Okay, da komme ich gar nicht weiter. Das ist toll. Den mag ich. Wäre jetzt irgendwie schon fies, wenn ich zuerst zu den Flussoras gehe, bevor ich bei den Meeressoras war. Hallo. Willkommen im wunderschönen Dorf des Flussvolks. Fühl dich wie zu Hause, denn bei uns geht's herzlich und ungezwungen zu. Nun ja, normalerweise. Im Moment wütet aber Lord Jabu Jabu herum und hält uns so in Angst und Schrecken. Oh. Jetzt gucken, ob irgendwo ein Eingang ist. Nein. Hallo. Hast du Vasen? Das ist keine Vasen. In letzter Zeit sprudeln die Jabul-Gewässer vor lauter Problemen. Aber gerade in solchen Tagen lasse ich es mir gut gehen und esse meine Lieblingsspeisen. Das bringt mich auf andere Gedanken. Das ist gut. Essen ist immer gut. Und hier ist ein Händler. Kann ich wieder meine Rubine ausgeben? Ja, guck mal. Schneller schwimmen. Das sind Soraflossen, ein äußerst wertvoller Artikel, von dem wir nur dieses eine Exemplar auf Lager haben. Jetzt zum Glück habe ich wieder Rubine.
Nachbildung von Sora-Flossen, die dich schneller schwimmen lässt. Wir haben auch noch andere tolle Waren, also zieh dich gerne weiter um. Ich zieh mich um. Würde ich gerne ausrüsten, aber weniger Schaden ist auch gut. Ich glaube, ich muss 300 Rubine sammeln, damit ich das nächste Upgrade kaufen kann. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Oh, ich liebe die Musik hier so sehr gerade, ne? Das ist eine Kiste. Meine Freunde können schon alle schwimmen, aber ich nicht. Oh. Ich will ja üben, aber oh, ich bin so wasserscheu. Du stehst mitten im Wasser. Du stehst im Wasser. Egal. In Lord Jabu Jabus Heimstätte ist ein großer Riss entstanden. Das ist die Höhle flussabwärts, deren Eingang wie ein Fischmaul aussieht. Kein Wunder, dass Lord Jabu Jabu nun wütet und tobt. So viele schlimme Dinge in letzter Zeit. Ja, es ist richtig hübsch hier. Gefällt mir richtig gut. Komme ich hier irgendwo weit? Nee, ne? Nee, auch wegen dem Riss, der im Weg ist. Okay. Da oben kann ich gleich durch. Was haben wir hier? Hallo. Oh, ich kann nicht tauchen in deinem Haus. Überall entstehen diese Risse. Ich habe das Gefühl, da kommt was Schlimmeres auf uns zu. Ich bitte, dass wir weiter in Frieden leben können. Wäre schön. So, gibt es hier irgendwas in deinem Haus, dass ich hier tauchen kann? Hat das einen Grund? Hm, anscheinend nicht. Okay. Mal kurz hier rein. Oh. Oh. Okay. Oh, wer seid ihr denn? Wo zum Teufel bin ich? Lass erst mal die Stadt fertig machen. Das wird das nie was hier. Von allem ablenken lassen, ne? Von allem. Ich würde so gerne auch mit meinem Instrument auftreten. Aber Dredd meinte, dazu muss ich erstmal erwachsen werden. Wer ist Dredd? Das ist unser Chef. Er wohnt am Ende dieses Pfads. Musik ist heilig, meinte er. Kleine Fische dürfen noch keine großen Töne spucken, meint er. Wow. Aha. Okay, für mich ist hier Ende des Pfads. Wo ist mein Trampolin? Okay, ich hatte fast erwartet, dass es hier nicht funktioniert. Ihr habt aber keinen Blasentank hier oben bei euch. Moment, 5 Rubine. Überall was zu erkunden. Hallo, Chef. Ich überlasse es gern anderen, sich Lord Jabu Jabus Heimstätte, wo sich der Riss geöffnet hat, genauer anzusehen. Ich habe auch schon so genug Merz um die Ohren. Unser Chef ist der Beste, als Anführer und als Musiker. Er schafft sicher auch bald, Lord Jabu Jabu wieder zu beruhigen. Ja, ist das so? Erst tut sich dieser Riss auf und dann dreht auch noch Lord Jabu Jabu durch. Schlimmer geht immer. Und zur Krönung des Ganzen macht sie auch noch Kushara über meine Musik lustig. Chef, was sollen wir nur tun? Ach, genau darüber versuche ich gerade nachzudenken. Also sabbel nicht so viel, Inaba. Erstmal noch Jabu Jabus Heimstätte untersuchen, wo der Riss ist. Oder sich erst um Lord Jabu Jabu kümmern. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Achso, ich hätte einfach hier hochgehen können. Also, naja, gut. Da müssen wir doch mal da rechts hoch nochmal. Ist der Stein wieder im Weg? Nein, okay. Wer seid ihr denn? Erstmal Blümchen. So. Da haben wir mit meinem Papa spazieren. Da haben wir einen neuen Riss entdeckt.
Aber sind die wirklich so gefährlich, wie alle sagen? Ich würde ihn so gern mal anfassen. Nur ganz kurz. Das wird doch wohl okay sein. Also auf deine Verantwortung. Ich hole dich nicht raus. Hier ein Riss, dort ein Riss. Was ist denn aus unseren friedlichen Jabul-Gewässern geworden? So kann man ja nicht mal in Ruhe ein Spazierschwimmen machen. Ein Spazierschwimmen. Ah, der ist ja gut. Ein Spazierschwimmen. Okay, den finde ich gut. Okay, hier ist sonst nichts. Also nur, wenn ich einen Wasserfall hochgehe, aber der ist zu hoch für mich. Wahrscheinlich wird hier bei dem Riss hier irgendwo ein Weg nach oben sein. Hätte ich jetzt vermutet. Also ich glaube, ich bin hier mit dem Dorf dann an der Grenze angekommen von dem, was ich machen kann. Beziehungsweise hier oben komme ich auch nicht hoch, weil das zu hoch ist. Aber vielleicht kommt man dann von rechts irgendwo dann nach links hier runter. Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich mit dem Dorf jetzt erstmal fertig. Das Wichtigste war, ich habe ein Trampolin platziert, wahrscheinlich erstmal die Sora-Dinger zu holen, ja. Oh, das ist viel schneller. Oh, das ist viel schneller. Hier kommen wir nicht raus. Okay, nee, Sora-Dorf müsste fertig sein. Zumindest Fluss-Sora-Dorf. Erstmal. Genau, hier war der Stempel. Da war der schlafende Typ. Ja. Ich meine, ich kann hier rechts mal gucken, ob ich noch irgendwas machen kann, aber ich glaube, viel mehr wird hier nicht sein. In den Tempel, da will ich ja noch nicht rein. Da oben ist jemand. Aber komme ich da von hier aus schon hin? Ich würde raten, nein. Deswegen lasse ich es erstmal. Ich markiere das aber gerade mal. Folgt ihr mir denn jetzt hier? Ich brauche nochmal irgendein neues, gutes Monster, was auf Land kämpfen kann. Der Wolf ist zwar cool. Das Ding ist auch cool, natürlich. Aber so ein bisschen unberechenbar. Und alles, was auch nur 1 Zentimeter höher ist, als der, killt ihn einfach. Haben wir denn noch so am Strand hier? Ein Vogel. Das ist gut. Da ist noch ein Vogel. Okay, und das war's anscheinend hier unten. Hier gibt's sonst nicht viel zu tun, außer hier vielleicht. Aber das sieht nicht aus, als wenn da irgendwas wäre, großartig. Okay. Wie spät haben wir? 8:30. Ich möchte jetzt ganz gerne erstmal die Bombenspots mit dem Bombenfisch aufsuchen, dass wir das hinter uns haben. Da hatten wir ja hier im Wasser 2 Spots. Hier war ein Spot. Das war kein Bombenspot, meine ich. Da war das Rätsel. Hier war ein Bombenspot. Ist das richtig? Das kann richtig sein. Und hier links war ein Bombenspot, das weiß ich. Die würde ich gerne erstmal alle abgrasen gerade. Oh, Stein. Ja, Energieleiste upgraden kann ich auch nochmal machen gleich. Ja gut, aber dann wird es auf jeden Fall beim nächsten Mal, auf jeden Fall mit dem nächsten Tempel weitergehen. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen erkunden gewesen dann heute. Wo ich persönlich kein Problem mit habe, ist wahrscheinlich nur eine Sache, die für YouTube-Zuschauer immer so ein bisschen langweilig ist. Kannst du bitte hierbleiben, Fisch? Okay. Oh, ich ertrink gerade. Sekunde.
Weil es ist immer so eine Sache mit YouTube. Inzwischen sind das ja alles immer so wirklich hochbearbeitete Videos und sowas. Das ist ja alles nicht so mein Stil. Ich bin da so ein bisschen eigen immer, was YouTube angeht. Das ist wirklich so das ganz, 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 ganz Klassische, was ich ja mache. Kristalle? Einfach nur, weil ich meine Videos da eigentlich so gut wie gar nicht editiere. Problem, was ich halt eben immer mit dazu ich habe, wenn viele Leute so Gameplay-Videos heutzutage machen, ist das ja quasi so wirklich so best-of zusammenmäßig geschnitten. Ich kann von mir selber nur nicht beurteilen, was best ist. Oh. Okay, ich muss den Verstand auf jeden Fall bei mir halten. Rubine? Ist das schwer zu beurteilen? Finde ich persönlich. Wo war der nächste? Unten am Hyliasee, ne? Genau. Am besten gehe ich dann von hier aus. Ah, ich kann von hier aus gehen, ist okay. Dann kann ich direkt bei der Fee noch ein bisschen Geld einschleusen. Wenn ich 300 Rubine habe. Lass mich gerade mal gucken, wie viele Rubine habe ich? 241, das reicht nicht. Schade. Aha, soll der hochkommen, ne? Moment. Und wo kam ich denn da hoch? Ah ja, von hier einfach, okay. So, und dann war hier da zum Sprengen, genau. Bleib mal schön da, Fisch. Eine Höhle. Eine ganze Höhle. Oh. Das ist keine ganze Höhle. Das ist Milch. Naja, 10 mal Milch ist auch okay. Das ist okay. Nee, Markierung löschen. So, da hatte ich jetzt noch die links hier, ne? Ach, da soll er hinkommen, ey. Okay. Aber da auf jeden Fall auch noch was zum Sprengen. Aber Bombenfisch haben ist großartig jetzt. Dass ich jetzt endlich da auch die Sachen erforschen kann. Wenn mir irgendwas auffällt, was ich sprengen kann. Das ist super. Da muss ich wieder hochgehen. Ha, hochgehen wegen Sprengen, versteht er? Mann, war der nicht witzig. Genau, hier habe ich schon gebuddelt, meine ich. Das ist also gerade nicht relevant. So. Und dann Bombenfisch. Und noch eine Höhle. Mit Trommelwirbel. Eine Feenblume. Sie duftet wunderbar. Nachdem du Grasbüsche oder Blumen geschnitten hast, erscheinen sehr selten Feen. Ah, das ist ein Trinket. Ah. Okay. Exalforce gibt's da. Hm. Aber Vulkan ist jetzt noch nicht der Bereich, den ich machen will. Ha. Ich will mal eine Sache gerade noch testen.
Kann ich die mit dem Bombenfisch bewegen, die Steine? Nein, okay. Okay, dann ist das aber auf jeden Fall auch erledigt. Dann habe ich auf der Karte jetzt quasi noch Marker für drei Eichel suchen. Das war's fast. Hier ist das eine Schieberätsel. Und das war der eine Typ da oben auf dem Plateau. Ich markiere den mal mit einem Herz. Keine Ahnung. Ja. Okay. Dann gehe ich einmal nach Hyrule-Stadt und zeige dem Jungen den Hydrosol. Ja. Den wollte er ja unbedingt sehen. Er wollte halt einen Aufgeblähten sehen, deswegen weiß ich noch nicht genau, ob das reicht. Ist das ein Hydrosol? Aber irgendwie sieht er viel kleiner aus als der im Lexikon. Also hör mal, könntest du mir vielleicht einen größeren Hydrosol zeigen? Ja, war fast klar. Kriegen wir hin. Stört die Wachen nicht, oder? Okay, stört sie nicht. Guck mal, Junge. Ein großer Hydrosol. Das ist ja... Wow, der ist ja fast so groß wie unser Haus. Es sind alles Souls, aber der eine brennt wie eine Kerze, der andere saugt sie mit Wasser voll. Sie sind alle ganz unterschiedlich. Warum gibt es wohl so viele Arten? Ich weiß, vor Monstern sollte man eigentlich Angst haben, aber Souls sind einfach faszinierend. Vielen Dank, jetzt mag ich Souls noch lieber. Dafür gebe ich dir was, was mein Papa mir geschenkt hat. Kristalle! Die Souls, die du mir bisher gezeigt hast, hatten alle einen Eintrag in meinem Lexikon. Aber jetzt frage ich mich, ob es nicht vielleicht noch Souls gibt, die bisher noch niemand entdeckt hat. Im Moment fällt mir aber nicht ein, wo man die finden könnte. Wenn mir einfällt, was es für Souls noch geben könnte, musst du mir bitte nochmal helfen. Okay. Also eventuell irgendwann nochmal wiederkommen für... Soul? Alles klar. Sehr, sehr gut. Dann gehe ich jetzt nochmal upgraden, soweit ich kann. Ich glaube, dann mache ich Schluss für heute. Ich wollte es heute nicht so lange machen, tatsächlich, weil ich noch immer müde bin. Also so lange mache ich heute auf jeden Fall nicht. Genau, Energieleiste. Level 2. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich noch irgendwie ein Stündchen oder so wach sein, aber noch ein paar andere Dinge machen halt. Es ist einfach mal diese Frühschichtwoche für mich, das ist schrecklich. Riesenleiste. Let's go. Riesige Leiste. Und das erstmal Maximum, okay. Okay, also erstmal aktuell weiter Kristalle sammeln. Ich bin wahrscheinlich der langsamste Spieler von diesem Spiel, oder? Kann das sein? Ich bin ja so unfassbar langsam. Ich könnte den Part hier noch erkunden. Hier so die Wände oben. Und hier unten, das ist auch sehr verdächtig. Hier ist ein Herzchen. Oh, das ist ja süß. Gibt's einen Herzsee? Oh, das ist ja cool. Da will ich hin irgendwann. Ja, das ist hier oben von das Sora-Gebiet. Oh, die Kirche ist auch von einem Riss befallen. Oh. Okay, aber den Bereich hier haben wir auf jeden Fall noch nicht gemacht. Den hier nördlich. Genau. Hier geht's zu Eldin hoch. Ja. Ich will jetzt gerne noch irgendwie an Rubine kommen. Mache ich einfach jetzt ein paar Müll-Smoothies? Um einfach nur, um auf 300 Rubine zu kommen? Vielleicht ja.
kann auch gucken, ob das Schlafdojo neue Herausforderungen hat. Aber ich glaube, nach dem ersten Dungeon hat es noch keine gehabt. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt was sein wird. Aber wenn ich gerade eh schon hier bin, kann ich ja mal gucken. Wenn ich eh schon hier bin. Neue Übung. Es gibt auch mal Übung. Ich bin schon ganz müde. Ja, ja. Eine. Okay. Unzugriff auf deine Items und Echos. Musst du geschickt nutzen, was du vor Ort findest, um den Gegner zu schlagen. Oh, was passiert denn hier? Ganz viel Wind. Betten? Tische? Okay. Okay, das will ich jetzt gerade machen. Ich kann nur nutzen, was da ist. Lass mal gucken. Also ich werde erstmal jetzt nur gucken, was ich für Möglichkeiten habe hier. Wird also definitiv zeitmäßig nicht gut sein. So, lass mich erstmal die Winddinger lernen. Ich kann euch nicht in den Abgrund pusten. Das war leider meine erste Idee. Nee, die sind vom Wind nicht beeindruckt. Von daher weiß ich nicht, was genau mir das bringt, die wegzupusten da. Doch, das geht. Ich meine, für mich auch, aber... Sehr gut. Okay. Oh. Ja. Das ist smart. Ist das nicht einfach die Lösung für das ganze Ding? Ich brauche gar nichts lernen in dem Fall. Ja, ja, war ein Fehlschlag. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Moment. Moment, Moment, Moment. Na komm. Wenn ich wirklich keine Echos nutzen muss dafür, sondern einfach nur die ins Loch heben muss, ist das doch super einfach, oder nicht? Okay, ich muss halt erstmal den Sand wegmachen. Oh. Na komm. Okay, das macht es gerade nicht einfacher. Ich steck fest. Okay, es gibt einfach schnellere Möglichkeiten. Ich muss eventuell... Ja, das eine Gebläse hier stört mich gerade. Okay, das war jetzt nicht das Schnellste. Also es wird noch nicht für die große Belohnung gereicht haben. 48,46. Bisschen Frostkaktus, okay. Doch, das war schon die gute Zeit. Ja, easy. Ja, easy. Habe ich noch eine weitere Übung? Ja, eine weitere Übung hast du gerade nicht, ne? Ja, Wind-Challenge. Was nutze ich nicht Wind? Ist das dumm? Okay, was wollte ich eigentlich machen? Achso, ich wollte so 3, 4 Smoothies machen, die ich kurz verkaufen kann. Genau. Habe ich irgendwas zum Verkaufen, was ich gerade nicht brauche? Ich meine, ich nutze die Smoothies gerade alle irgendwie nicht, ne? Ich
würde den verkaufen wollen. Milch mit Leuchten. Schneller aufziehen. Ich brauche kein schneller aufziehen. Kenne ich nicht mal. Komm, wir verkaufen einfach mal so 2, 3. Hier, der kann weg. Der heilt mich nicht. Leuchten braucht keiner. Wunderbar, passt schon. Ich will jetzt keine Smoothies machen gerade. Ist mir gerade nicht nach. Ich will jetzt nur noch ein drittes Trinket kriegen. Vermutlich meine nächste Stufe wird dann wahrscheinlich dann 500 Rubine kosten, nehme ich an, ne? Gehe ich mal fest von aus. Achso, ich brauche eine neue Fee, ne? Habe ja vorhin eine verschwendet. Aus Dummheit. Sei willkommen. Kann ich dir helfen? Einmal bitte Mode nach Hilfe, danke. Bist also bereit, deinen modischen Horizont zu erweitern? Diesmal wären 300 Rubine fällig. In Ordnung, natürlich. Ach, ich liebe Rubine. Wer nicht, wer nicht. Ein Zubehör mehr, let's go. Okay, wie viele Rubine willst du als nächstes haben? 500, ne? Ja. Aber drei. Drei Accessories. Und dann nehmen wir jetzt definitiv noch weniger Schaden mit rein. Das ist doch gut aus, oder? Ich tausche die beiden mal gerade. Aber die ersten beiden sind wichtig. Ja, sehr gut. Okay, ich denke, ich belasse es damit für heute. Die Frage ist, will ich jetzt zuerst dann die Meersucher beim nächsten Mal erkunden oder will ich auch mal, Story machen? Will ich diese Story machen? Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Ich glaube, nächstes Mal machen wir tatsächlich Quiz haben. Ich muss mir nur merken, dass wir hier noch hin müssen. Vielleicht mache ich mir hier einfach mal Marker hin, um jetzt zu symbolisieren. Guck mal, da war es ja noch nicht. Vielleicht erinnere ich mich dran. Gucken wir mal. Ich meine, die Quest wird wahrscheinlich so dahin führen. Aber das ist ja egal erstmal. Das ist ja erstmal egal. Ja, ich fand's auch schön. War jetzt halt ein bisschen kürzer, als ich erwartet habe, aber ja, ich war nach der Arbeit einfach zu müde. Ich musste mich erstmal hinlegen. Das passiert leider mit Frühschichtwochen. Okay. Ne, dann war es das für heute auf jeden Fall. Ich weiß, es gab jetzt vorgestern und gestern keine Folge auf YouTube von dem Mitschnitt des letzten Streams. Habe ich einfach verpennt hochzuladen. Ich lade für den Rest der Woche auf jeden Fall dann Folgen hoch. Wie viele Folgen habe ich noch auf dem PC? Lass mich gerade mal gucken. Beziehungsweise, was ist die aktuelle Folge? 6 war das aktuell, ne? Genau, 6 ist die aktuelle. Das heißt, ich habe noch 5 Folgen auf dem Rechner. Okay. Ja, da kommt jetzt jeden Tag bis Samstag dann eine Folge. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, genau. Dann ab Sonntag dann dieser Stream hier. Wird wahrscheinlich dann 3 Folgen sein, so wie das von Zeit her aussieht. Irgendwie so aus dem Drehraum, 3, 4 Folgen. Und dann der Stream am Samstag. Genau, der nächste Zelda-Stream ist am Samstag. Ich wollte auf jeden Fall am Donnerstag nochmal streamen, nach Möglichkeit. Und zwar wollte ich dann was anderes spielen als Zelda. Da wollte ich dann die Closed Beta von Infinity Nikki streamen. Da bin ich irgendwie gespannt drauf. Ich weiß nicht, es sieht aus wie so ein bisschen so ein cozy Open-World-Spiel, so ein bisschen mit Dress-Up-Elementen. Es gibt so ein Mobile-Game. Wie hieß das? Auch irgendwas mit Nikki. Das ist auch so ein Dress-Up-Game. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie voll cool. Wie hieß das denn? Nikki.
Love Nikki, Shining Nikki, irgendwie sowas in der Richtung, genau. Ist einfach nur hübsch aussehen, das Spiel quasi. Aber ich habe irgendwie Bock drauf und ich habe mich einfach für Closed Beta beworben und habe den Key bekommen. Oder den Zugang, deswegen. Guck mal dann am Donnerstag rein. Morgen kann ich auf jeden Fall nicht. Mittwochabend weiß ich noch nicht. Deswegen Donnerstag. Okay. Ne, dann war's für heute. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hat mich wieder super gefreut. Und ja. Dann sehen wir uns dann am Donnerstag zu Infinity Nikki oder am Samstag zu Zelda. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wenn ich winken könnte, würde ich jetzt winken, aber... Ich winke mit dem Schwert. Ja. Irgendwie so. Bye, bye.